Willkommen zurück zum Let's Play von Star Wars Jedi Fallen Order. Moin moin, hier ist der Angelus. Wir sind hier ja unter dem Lebensbaum der Wookies. Die neunte Schwester hat uns ja hierher gebombt und wurde dann von einem Drachen getötet. Oder, nee, getötet wahrscheinlich nicht, aber ein bisschen angegriffen. Schön, dass ihr dabei seid. Also, ich will jetzt noch mal da oben schauen. Da war auch wieder eine Liane, wo ich hochklettern kann. Und hier kann ich mich hochbouncen. Und da wollte ich erstmal schauen, was da ist, bevor ich weitergehe. Hier ist nämlich noch was zum Scannen, was natürlich immer gute Erfahrungspunkte gibt. Über Generationen pilgerten die Wookies zu seinem Wipfel. Der Baum führte sie. Das ist der wichtigste Baum hier auf dem Planeten, ja. Der heilige Baum. Das ist mehr als nur ein Baum. Er ist für den Planeten eine heilige Stätte. Er diente den Wookies als Orientierungshilfe. Ja gut, den siehst du ja von überall, ne? So ein Riesending. Okay, hier komme ich aber nicht auf zu der Ranke. Das ist mal nur, um das hier zu scannen. Gut, dann gehe ich noch wieder runter. Moin. Da ist was drin. Habt ihr gesehen? Da war was zum Scannen. Hier beim heftigen Netz. Ich dachte halt, hier geht es irgendwie hoch zu einem heftigen Kampf oder so. Zu einem Oberspinne. Nein. Ich kann hier gar nicht schwingen oder so. Ich muss von hier abspringen. So, das ist... Ist das ein... Ne, ist kein Klon. Ist ein normaler Sturmtruppenhelm. Kein Klonhelm. Der ist wahrscheinlich gefressen worden, oder? Diesen Sturmtruppler hat eine Kreatur hergezerrt. Ganz schön unheimlich, BD. Das war eine Spinne. Ins Nest halt, ne? Tierwelt von Kashyyyk. Der Helm eines Trupplers, die Überreste eines Sturmtrupplers, den eines der Raubtiere auf Kashyyyk hierher geschleppt hat. Nur das war's. Und für die Ranke. Habe ich mir spektakulärer vorgestellt, aber naja. Okay, dann haben wir jetzt hier alles und können den Hauptweg weitergehen. Lebenspunkte habe ich noch echt gut hier. Die Kämpfe haben mich hier nicht besonders gefordert. Und das ist nicht selbstverständlich. Das kommt nicht so häufig vor. Sonst werde ich immer von allem getötet. Okay. Schön daneben gehauen. Nochmal daneben gehauen. War natürlich alles Absicht, damit ich jetzt beide auf einmal kriege. Ne? So plant man. Hört auf zu explodieren, wenn ich da lang will. Hä? Wird aber auch ganz schön kassiert hier, die Schnecke. Hä? Ich will den... Den wollte ich eigentlich gegen die... Gegen die schubsen, ey. Was ist das für ein Geräusch? Achso, der Blasebalg. Hier kann man wieder hochklettern. Okay. Also erstmal umsehen. Ja, im Kreis laufen. Nach oben ist der Hauptweg. Da kann man noch Wandlauf. Okay. Hochklettern, Wandlauf zwischen die Dinger und dann von einem Ding wieder zum anderen boosten lassen. Okay. Hüpf. Wow. Habe ich noch nicht mehr gesehen, wo ich hin musste. Gut, dass ich automatisch festgehalten hatte. Ich wollte irgendwie nach links oder so. Oh, Affen. Der Drache. Aber freundlich ist. Das hat die neunte Schwester ausgeschaltet. Ja. Er hat Federn, ist doch eher ein Vogel. Aber großes Ding. Er hat die neunte Schwester ausgeschaltet. Ist natürlich die Frage, ob er einfach nur den Baum verteidigt, weil er hier wohnt. Oder ob er uns auch angreift. Heftiges Viech, ey. Wow. Schio-Vogel? Das ist ein Vogel. Prächtiges Tier. Hoffentlich beißt er mich nicht. Guck mal, er hat Federn gelassen hier. Die leuchten sogar in verschiedenen Farben. Nee, das ist noch nicht sein... Das sieht doch eher aus wie so von in den Sekt, oder? Hat aber trotzdem verschiedene Farben. Cool.
Entweder ist es ein Fehler von ihm oder irgendwas anderes. Okay, ich muss da rüber. Da ist ein Punkt zum Speichern. Nee, das sind wirklich seine Federn. Sie sehen fast aus wie Glas. Als Tarful uns herführte, sprach er vom Shio-Vogel, einer herrlichen Kreatur. Okay. Eine herrliche Kreatur. Er sagte, der Vogel beschützt den Wald. Ah, er ist selten und fast schon eine Legende. Ich möchte mehr über diese Kreatur wissen, aber das Astrium muss Priorität bleiben. Hoffentlich kann ich zurückkehren und mit Tarful den Shio suchen. Vielleicht nur noch wenige davon über, wenn... Oder der letzte seiner Art oder sowas. Ja, auch so ein bisschen wie... Turuk Makto oder so aus Avatar. Da gab's auch nicht so viel von. Wow! Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Ja, danke schön. Ändert sich ja einmal wieder die Optik. Ah! Muss man springen. Sowas passierte doch immer nur, wenn irgendwie ein Rückblick war oder so. Lerne ich hier wieder was? Eine Fähigkeit? Kommt gleich der Meister. Oh! Ja. Geil. Kriege ich jetzt einen Sprung? Steh auf. Neuer Versuch. Ich schaff's einfach nicht, Meister. Wirklich? Gut. Wenn du versagst, steh immer wieder auf. Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Lass niemals zu, mein Schüler, dass Ego und Heuchelei dich bremsen. Okay. Lass los, was du zu verlieren fürchtest und erhebe dich. Nun, auf ein neues. Auf ein neues, okay. Gut, komm jetzt her zu mir. Du schaffst das. Doppelsprung. Man kriegt einen Doppelsprung. Wir müssen nur immer wieder aufstehen, BD. Solange wir aufstehen, ist der Kampf nicht zu Ende. Der Jedi-Salto. Endlich bin ich wieder da, wo ich vor der Auslöschung war. Vor Meister T'Pols Tod. Ah, das ist also das Letzte, was er gelernt hat. Oder jetzt das Letzte, was man lernen kann, wenn er das so schon sagt. Jetzt bin ich wieder da angekommen, wo ich war. Der Jedi-Salto. Bandlauf. Jedi-Salto. Zweimal X. Springe in der Luft, um noch höher zu springen. Cal erinnert sich an diese Fähigkeit nach einem potenziell tödlichen Sturz vom Ursprungsbaum. Und dann die Bodenstampfer. Okay, dann müsste ich jetzt auch wirklich überall hinkommen können. Ich kann tauchen, ich kann den Doppelsprung, ich habe das, ja, ich müsste, glaube ich, alles holen können. Der Sprung, der hilft mir dann wahrscheinlich auch auf Datumir weiter, um dann da hochzukommen. Nicht nur da, sondern auch noch, was war das für ein Geräusch, auch noch überall woanders, ey. Mega. Und wieder eins Dings hier. Meditationspunkt. Aber ich habe immer noch keinen zweiten Punkt fertig, ne? Guckt mal, wie knapp das ist. Menno. Neue Fähigkeiten sind verfügbar. Okay. Kann man den Sprung noch weiter boosten? Das ist jetzt... Eigentlich hat nur noch der hier gefehlt. Lichtschwertbeherrschung. Erhöht jeden Lichtschwert... Lichtschwertschaden wird doch noch hier erhöht. Wie fett, ey. 3 Punkte kostet das. Ich glaube, da spare ich jetzt drauf und hole mir das als erstes, bevor ich hier die anderen Sachen hole. Nee, ist noch mehr gekommen. Ist nicht nur das. Aber hey, Lichtwertschaden. Ich habe ja sowas gehofft, dass man noch den Schaden verbessern kann. Wirbelwindgedöns. Präzisionsausweichen ist neu. Mit Präzisionsausweichen kann Cal Gegner kurzzeitig verlangsamen und eine geringe Menge an Macht regenerieren. Also ähnlich wie bei Assassin's Creed. Wenn man dann perfektes Ausweichen macht, dass die Gegner verlangsamt wurden. Also, okay. Das ist einfach Kreis drücken. Und kann sogar dabei geringe Macht regenerieren. Guck mal, wie... Oh, das ist aber... Geht das denn der gering? Achte mal auf den Machtbalken, wie schnell das voll geht. Okay, Präzisionsausweichen. Kostet 2 Punkte. Was ist noch neu dazugekommen? Maximale Macht war vorher schon da. Ich glaube, hier unten, der ist neu. Verheerende Magnet. Halte L2 und R2. Ranziehen. Oh lol. Einmal hier. Und dann hier am besten
Doppelklinge raus und Leiche rumwirbeln lassen. Ranziehen, zack, Doppelklinge raus und alle töten. Okay. Das war neu. Aber ich finde gerade hier oben, das erhöht jeden Lichtschwertschaden mit am wichtigsten fast, ey. Einfach um ordentlich was rauszudrücken. Brauche ich 3 Punkte von. Einen habe ich fertig. Den zweiten habe ich fertig. Dann muss ich noch einen aufladen. Komm, einmal eine Sache finden, habe ich 2. Dann noch einen und dann habe ich's, ey. Dann hole ich mir den Damage. Mega toll. So. Komm mal her, du Liane. Muss das jetzt nur richtig abpassen, dass man diese Dinger auch trifft. Man kann da so locker leicht dran vorbei hüpfen. So, schön hier oben, echt. Auf jeden Fall freundlicher als unten in den Schatten landen. Oh oh. Das war aber keine gewollte Landung. Der ist voll abgestürzt. Kämpft der gerade noch mit dir? Mit ein paar TIE Fightern oder so? Verletzt. Ja. Können wir ihm helfen? Wie denn? Ich kenne mich mit Vogelanatomie nicht aus. Was ist das? Torful, alter Freund. Jetzt begreif ich. Der Baum verbindet den Kern des Planeten mit dem Himmel. Guck mal, dass die mich angreifen, wenn ich hier was gescannt habe, ey. Aber die sind weg. Okay. Hier haben sich alte Freunde getroffen, der Jedi Eno Cordova und der Wookiee-Häuptling Tarful. Sie hatten großen Respekt voreinander. Okay, hier haben sie sich also mal getroffen. Guck mal, da oben geht's noch weiter. Da sind noch Hängebrücken und so. Wo geht denn jetzt diese lange Liane hin? Nach oben, natürlich. Kamerafahrt. Geil. Was für ein mächtiger Baum. Der ist bestimmt tausende, wenn nicht noch älter, ey. Jahre. Natürlich. Tausende, Millionen Jahre. Es geht noch weiter hoch. Nee. Was ist, wenn ich in die Richtung laufe? Dann ist Ende. Aber guck mal da, da ist ein Scan-Ding. Komme ich da rüber? Nee, warte, da muss ich nicht jetzt springen. Guck mal, ich kann nach oben. Und dann auf den anderen Ast drauf. Oder hier und dann zurücklaufen. Einfacher als versuchen, darauf zu springen. Das ist auch noch eine Kiste. Erstmal das Ding scannen. Nicht runterfallen. Zur Hängebrücke komme ich gar nicht. Schade. Das ist so gut. Das ist so ein Schultergurt. Wookie, der den Baum erkletterte. Eine Art Test. Eine Art Test? Wookie-Initiationsritus. Wookie-Krieger kletterten an diesem Baum im Rahmen eines Initiationsritus in schwindelnde Höhen. Das ist so ein Schultergurt, wie den auch Chewbacca immer getragen hat. Seht ihr? Ist das der Vogel, der so schreit da vor Schmerzen? Der ist echt verletzt. Vorsicht. Und das noch nicht mehr. Willst du nachsehen? Oh, du hast was gefunden. Neuer Poncho-Material. Freies Kashyyyk. Frei ist ja schon lange nichts mehr. Okay. Schlicht ein bisschen braun. Naja. Ich habe noch nie so viel auf einmal gefunden, wie jetzt durch die ganze Schattenlandemarschierung und so. Wie viel es da jetzt gab. Was ist denn das für ein Ast, der da rumschwingt? Der macht Geräusche. Heftig, ja?
Ah, da muss ich dran klettern. Hoffentlich fällt er nicht runter oder so. Hey, bleib hier. Oder muss ich jetzt hoch oder? Ich kann doch da. Ah, ich muss da weiter. Warte mal, aber. Da ist doch auch noch was. Hinter mir da. Ah, Rückwärtssalto. Gesehen? Hier ist ein Affe. Und eine Kiste. Oben ist der Weg. Und los. So lang muss. Da war wirklich was drin. Neues Outfit-Material. Pilot. Das ist ja auch schon. Da gibt es echt wenig von, ne? Ha. Gelb. Ich nehme es mal. Was ich. Ja, so X-Wing-Pilot halt und so, ne? Sowas, was auch Luke mal anhatte. Episode 5 und so. Ist jetzt nicht unbedingt. Ich finde es nicht so schön. Aber toll, ein Outfit mal wieder zu kriegen. Es fehlen mir noch zwei. Die sind ja eher selten, die Dinger. Okay, dann war ich schon. Das war also für diese Kiste zu, um diese Kiste zu holen. Oder kann ich den Affe vielleicht noch scannen? Hallo Affe. Oh ja, kann man. Der ist auch voll zutraulich. Der macht, den interessiert es gar nicht, dass ich hier bin. Ja? Es ist ein Tag. Zeig mal. Guten Tag. 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 Der Tag ist ein auf Bäumen lebender Primat auf dem Planeten Kashyyyk. Nicht selten suchen diese friedfertigen Kreaturen am Boden nach überreifen Früchten. Ja, und dann werden sie von den überreifen Früchten immer besoffen, ne? Wie bei der lustigen Welt der Tiere. Hier ist aber nichts mehr. Ja, friedfertig merkt man. Den juckt das nicht, dass wir hier sind. Er ist korrekt. Also ich wünsche dir noch schon einen schönen Tag. Da guckt jemand die Aussicht an. Wenn ich oben bin, kann ich mein Haus sehen. Aus dem Klon kriegen. Das ist aus dem Klon kriegen. Hier nie. Alles, was wir getan haben, hatte es Bedeutung? Nein. Jetzt soll man nach hinten gucken. Okay, da ist noch die Liliane. Aber erstmal gucken, ob ich hier noch woanders hinschwingen kann. Unter mir zum Beispiel. Wenn ich da auf den Baum raufgehe, bringt das was? Ist es wichtig? Auf der Seite? Ist da eine Kiste oder so? Sieht aber nicht so aus. Nee. Okay. Da haben wir, glaube ich, einen nächsten Speicherpunkt, ne? Geiler Weg. Ey, echt gut gemacht, ey. Wieder fährt er am Wand laufen. Ich will Lichtschwertschaden-Dingens haben, ey. Das ist so gut. Aber ich habe jetzt zwei. Guck mal, ich habe zwei Punkte voll. Der ist auch schon fast zur Hälfte. Und dann könnte ich mir das holen. Ich muss das sparen. Ich will die drei Punkte haben, ey. Mehr Damage. Ah. Das ist wieder ein weiterer Flügel. Er könnte der letzte seiner Art sein. Ah, wie ich vermutet hatte. Der letzte Shio-Vogel. Shio, Shio, Shio-Vogel. Chips. Dieser Vogel könnte der letzte seiner Art sein. Die anderen sind längst tot. Och man, das ist so traurig. Dieses Artensterben auch noch. Imperium ist schuld. Alter. Luftrolle. Und. Boah. Angekommen. Ich hoffe, ich bin nicht an irgendwas vorbeigelaufen bei der ganzen Kacke. Der abenteuerliche Weg hört noch nicht auf. Schöner Tunnel.
Da ist er! Da ist der Vogel! Ich komme, Vogel! Ich rette dich! Er sieht echt nicht mehr gut aus. Aber was sollen wir machen? Einen Stim geben? Wir wollen dir nichts Böses, nicht zuschnappen. Wir können helfen, aber wir müssen vorsichtig sein. Ich will ihn nicht verschrecken. Hey, alles okay. Wir wollen dir nichts tun. Wir sind Freunde, ja? Freunde. Alles gut. Na, ganz schön. Oh, da steckt was drin. Ein Teil des Schiffs der 9. Schwester. Ah. Wir müssen ihn entfernen. Beim Zusammenprall. Das tut jetzt weh, okay? Tut mir leid. Beim Zusammenprall hat er sich das reingehauen. Danke, Billy. Geht fertig mit Stim. Oh, das ist eine Kiste. Das war's. Wow. Ja. Es war das Mindeste. Wenigstens ist er dankbar, ey. Gott sei Dank. Der Shigo-Vogel. Hopp. Wow, Shio-Vögel sind so selten, dass sie lange Zeit als Kreaturen aus dem Reich der Legenden galten. Aufgrund seines Körperbaus und seines Gefieders kann der Shio-Vogel über weite Strecken gleiten, ohne allzu viel Energie aufzuwenden. Da sich die Shio-Vögel seine Energie außerordentlich gut einteilt, verlässt er nur selten sein Nest. Experten vermuten, dass ein erwachsener Shio-Vogel nur einmal pro Woche jagt. Da sich Shio-Vögel von Shiks und Wyshoks ernähren, gelten sie als Beschützer der Wookies und Wushir-Wälder. Okay. Ein kurzer Blick auf einen Shio-Vogel ist ein seltener Glücksfall, der dem Betrachter Frieden garantiert. Ha. Kriege ich jetzt Frieden? Toll. Wenn die Pflanzen fressen, oder die Spinnen fressen, haben die auf jeden Fall viel. Oh. Viel Futter. Ja, ja. Kiste. Gehen wir, oder? BD. Hey, BD. Der wollte gerade was scannen, oder? Ha, da war wirklich was drin. Natürlich. Neue Mantis-Lackierung. Prehelium. Ja, ein bisschen elegant halt. Hell und dann so weiß mit Gold. Ja. Elegant. Schön. Mein Freund, nie war ein Ausblick schöner als auf dem Wipfel dieses Baumes. Ja. Beim Klettern hatte ich Zeit zum Nachdenken. Es war der Wille der Macht, dass ich Bogano finde und jetzt hier bin. Vor mir liegt eine größere Reise. Vor mir liegt, glaube ich, auch noch eine größere Reise, ey. Oh, guck mal, da unten ist die imperiale Raffinerie da hinten. Hey, wo die Schornsteine sind. So weit bin ich schon gereist. Tolle Aussicht. Soll ich jetzt auf seinen Rücken rauf? Du nimmst uns mit? Er nimmt uns mit! Ist ja mega! Wow! Sowas gab's in Star Wars auch noch nicht, ey. Voll schön. So viel hat das Imperium noch nicht angerührt. Und jetzt die Musik von der unendlichen Geschichte einspielen. Zum Glück sind wir gerade keine TIE Fighter, ey. Bringt er uns jetzt noch ganz nach oben auf den Baum oder zu einem Gewölbe? Sepho-mäßig irgendwo was? Oh. Tiefflug. Ich glaube, wir landen. Ist ein bisschen dunstig hier, ey. Ich glaube, schon über den Wolken oder mittendrin. Hier oben kann die Freiheit schon grenzenlos sein, oder? Was jetzt? Ah. Vielen Dank für das Taxi. Voll nett von dir.
Vogel. BD! Irgendwas Interessantes? Der haut gleich einfach mal ab, ey. So, warum gibt es hier eigentlich keinen Speicherpunkt? Das ist eine Werkbank. Neue Lichtschwerthülse erhalten. Frieden und Gerechtigkeit. Guter Scan, BD. Guter Scan. Ich habe hier so viel gefunden jetzt, ey. Immer noch keine Farben. Frieden und Gerechtigkeit, das ist neu. Bisschen zu kurz, gefällt mir nicht so. Das andere kenne ich schon. Leidenschaft und Stärke 2 hatte ich vorher auch schon. Das kenne ich. Magus hatte ich auch schon. Pflicht und Entschlossenheit, noch mehr Leder, das hatte ich auch. Frieden und Gerechtigkeit 2. Ah, das. Ich habe jetzt das hier. Ich finde aber das hier auch gar nicht so schlecht. Mehr schlicht und einfach. So. Der ist neu, Frieden und Gerechtigkeit. Das gefällt mir nicht so. Das sieht eher aus wie so ein Metallklumpen. Mut und Weisheit ist auch neu. Finde ich auch nicht so toll. Ne, da bin ich immer noch am meisten Fan vom Leder. Ich habe fast alle Materialien gefunden. Duralium ist neu. Osmeridium hatte ich. Bronzium, das ist auch neu. Das ist so hell. Go. Ist aber interessant eigentlich hier. Geht. Geht schon. Chrodium, auch nicht schlecht. Ein bisschen rot, pink. Das ist schon, ist noch gesperrt. Ceracord hatte ich vorher schon. Ja. Also Anpassungsmöglichkeiten hat man auf jeden Fall. Passt schon. Aber hier oben eine Werkbank hinzubauen. Wem die wohl gehört? Ist hier irgendwo in der Nähe noch ein Speicherpunkt oder sowas? Nee. Na gut, was da hinten wartet, das werden wir uns mal in der nächsten Folge anschauen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ist auf jeden Fall geil. So, Werkbank haben wir und da hinten geht's ins Durch. Wir sind ganz oben auf den Berg und sind bestimmt gleich fast am Ziel angekommen. Aber der Flug mit dem Vogel fand ich echt schön. Also, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat heute. Und dann bis zur nächsten Folge hier von Star Wars. Macht's gut. Tschüss.